Ja, hallo zusammen. Auch ein herzliches Willkommen von uns zu unserer Präsentation von CORT, einer Gamified Mobile App zur Verbesserung von OpenStreetMap-Daten. CORT ist im Rahmen unserer Bachelorarbeit entstanden im Semester vor einem halben Jahr hier an der Hochschule in Rapperswil. Zuerst etwas zu unseren Personen. Ich bin Jürg Hunziker, arbeite als Webentwickler bei der Stadt Winterthur hier in der Schweiz. Mein Fokus bei CORT lag ganz klar in der Frontend-Entwicklung. Mein Name ist Stefan Oderbolz. Ich arbeite bei Leap in Zürich. Und mein Fokus bei CORT lag eher im Backend. Wir haben uns da ziemlich gut aufteilen können. Die ganze Präsentation ist auch online verfügbar. Könnt ihr auch gerne jetzt öffnen, wenn es euch zu langsam geht. CORT.ch/Foskis. Und wir sind auch auf Twitter. Da sind wir unter CORTGame erreichbar und das Hashtag CORTGame. Kurz zu den Zielen unserer Bachelorarbeit. Wir wollten eine App machen, die auf allen Plattformen läuft, nicht nur eine iPhone-App oder eine Android-App. Cross-Plattform war die Anforderung. Das Ganze als Web-App, dass es auch wirklich überall funktioniert. Das ist quasi einfach eine Webseite mit JavaScript. Dann die Grundaufgabe war, die OpenStreetMap-Daten zu verbessern, zu korrigieren. Wir wollten nicht noch eine weitere User-Datenbank anlegen mit Leichen, die man dann irgendwann entsorgen muss. Deshalb wollten wir auf bestehende User zugreifen und haben deshalb bis jetzt Facebook, OpenStreetMap und Google als Provider eingebunden, um sich einzuloggen. Und um das Ganze auch ein bisschen spannend zu machen und animiert zu machen, sollte es als Spiel daherkommen. Klar, OpenStreetMap kennen wahrscheinlich alle, die hier sind. Erst gerade kürzlich ist ja die magische Marke von 1 Million Benutzern geknackt worden. Bei dieser großen Anzahl Benutzer ist es auch nicht verwunderlich, dass Fehler passieren, dass Daten unvollständig erfasst werden. Gerade bei CORT haben wir uns jetzt darauf konzentriert, nicht unbedingt falsche Daten zu korrigieren, sondern fehlende Daten zu erfassen. Also unvollständige Tags oder Plausibilitätsprüfungen, wie zum Beispiel Straßen ohne Namen, das ist wahrscheinlich der absolute Klassiker, oder Straßen, die noch kein Tempolimit eingetragen haben. So, nun, was ist CORT wirklich? Wie gesagt, CORT wurde als Web-App entwickelt. Es basiert auf den gängigen HTML, auf den gängigen Webstandards wie HTML5 und CSS3. Das Frontend ist komplett in JavaScript entwickelt. Wir haben dazu ein Framework verwendet, welches wir euch noch vorstellen werden. Das Backend und die Anbindung zur Datenbank wurde in PHP realisiert. Wie Herr Oderbolz gesagt hat, die ganze App basiert auf OpenStreetMap-Fehlern. Das kann, wie gesagt, eine Straße ohne Name sein. Diese Fehler werden dem Benutzer direkt auf der Karte per Markierung angezeigt und wir bieten dann auch die Möglichkeit, diese Fehler zu beheben. Der Benutzer kann, wenn er den Namen kennt, diesen eintragen und die Lösung absenden. Andere Benutzer wiederum müssen dann diese Lösung, die eingetragen wurden, validieren. Dies haben wir so geregelt, damit die Datenqualität einfach stimmt und nach einer gewissen Marke, die überschritten werden muss, an positiven Bewertungen, ist der Fehler bereit, um an OpenStreetMap zurückgesendet zu werden. Das wichtige Element, das wir auch eingebaut haben, wie gesagt, wir wollten es als Spiel entwickeln, sind die Spielelemente. Wir arbeiten nach einem Punktesystem. Der Benutzer kriegt grundsätzlich für all seine Aktionen, die er tätigt, Punkte. Bei uns nennen wir die Coins, mit dem Namen verbunden. Der Benutzer kann zudem Auszeichnungen, sogenannte Badges, gewinnen. Das ist für irgendwelche speziellen Tätigkeiten, die er tut,
zum Beispiel der 10. gelöste Fehler gibt ein Batch oder der 100. die 100. Validierung. Ein weiteres Element, das wir eingebaut haben, ist eine Highscore. Über die kann man sich entsprechend der Anzahl Coins, die man gesammelt hat, mit allen anderen Court-Usern vergleichen. Ja, kommen wir direkt zu einer Demo, damit ihr seht, um was es eigentlich wirklich geht. Court öffnet sich im Browser. Wir sind hier im Browser, sieht man nicht direkt, aber ist der Fall. Wenn man die App startet, würde zuerst ein Login-Screen kommen, den zeige ich jetzt nicht, das ist eigentlich selbsterklärend. Und wenn man eingeloggt ist, ist die erste Ansicht, die man hat, eine Karte mit den Fehlern auf der, mit Markierungen. Was man hier nun sieht, sind verschiedene solche Icons, Marker, und die verschiedenen Farben und Icons zeigen auch verschiedene Fehlerkategorien an. Das häufigste, das man sieht, sind hier diese violetten Icons. Das liegt daran, dass wir einen neuen Fehlertyp eingeführt haben vor kurzer Zeit und das sind eben diese violetten Fehler. Ich klicke nun einen an und es wird mir nun angezeigt, den Typ dieses Fehlers. Es ist hier ein Restaurant ohne Küchentyp. Das klingt ein bisschen speziell. Man sieht hier schön, man kann, wenn man die Lösung dieses Fehlers kennt, 5 plus 10 Coins gewinnen, sprich 15 Coins. Liegt daran, dass wir gerade eine Kampagne am Laufen haben, da für einen speziellen Typ mehr gewonnen werden kann. Hier die 5 Zusatzcoins. Darunter direkt die Frage, welche Art der Küche hat Tennisclub Rapperswil? Dies ist der Name des Restaurants. Wenn wir das wissen, und das wissen wir, haben wir bereits abgeklärt, können wir darauf und beantworten. Und hier haben wir die Auswahl an Küchentypen. Diese Küchentypen sind wirklich die Typen, die man auf OpenStreetMap auch auswählen könnte, damit wir es dann auch zurückschreiben können. Und wir wissen es ist ein regionaler Typ. Das ist eine normale Schweizer Küche. Sagen wir hier fertig und Auftrag abschließen. Die Lösung wird an die Datenbank gesendet, an unsere eigene Datenbank. Und man sieht die angesprochenen Coins. Ich habe nun 15 Coins gewonnen und habe gerade eine Gesamtpunktzahl von 700 Coins erreicht. Ein anderer Typ von Fehlern oder eben eine Validierung, das sind die Icons mit dieser Lupe daneben. Wenn wir auf einen solchen klicken, das ist ein Fehler, bei dem bereits eine Lösung eingetragen wurde. Und ich bin jetzt nur noch dazu da, um diese Lösung zu validieren. Man sieht hier, man kann weniger Coins gewinnen, weil Validierungen grundsätzlich einfacher sind. In diesem Fall 10 Coins. Und ich kann nun die Lösung überprüfen. Hier oben ist die Frage dazu. Ist dies die korrekte Angabe der Küche der Mensa HSR Hochschule Rapperswil? Die Küche kenne ich sehr gut. Habe 4,5 Jahre da gegessen und es entspricht grundsätzlich regionaler Kost. Was noch wichtig ist in dieser Ansicht, man sieht hier die bereits abgegebenen positiven Bewertungen und die negativen Bewertungen. Bei diesem Fall hat es beides noch nicht gegeben. Der letzte Wert hier sind 3 Bewertungen, sind noch nötig, um diese Lösung als korrekt markieren zu können und später an OpenStreetMap zurückzuliefern. Ich kann hier nun sagen, ja, beantworten, ich weiß das, das ist korrekt. Die Lösung wird gesendet, ich gewinne schon wieder Coins und ich sehe diesen Auftrag auch nicht mehr. Also ich habe ihn nun validiert und nun können es nur noch andere Benutzer validieren. Ein weiteres Element, das ich noch vorstellen wollte, ist die Highscore. Hier die Top-Platzierung und man sieht, es hat wirklich Benutzer gegeben, die schon sehr viele Coins gesammelt haben. Irgendwo ganz unten würde ich kommen, da kommt man auf meine Platzierung und ja, auf dem 67. Platz, das bin nun ich. Ich kann mich anklicken, sehe hier mein Profil und meine gesammelten Badges. Okay. Gut, nun, wie funktioniert das jetzt das Ganze technisch im Hintergrund? Was wir jetzt gesehen haben, der Benutzer öffnet die App auf seinem Smartphone. Er kann Fehler lösen und Fehlerdaten logischerweise beziehen vom Server. Das ist quasi die Kommunikation, die wir jetzt gerade gesehen haben. Im Hintergrund
haben wir unseren Datenbankserver. Dieser importiert seine Daten von bekannten Fehlerdaten. Jetzt in unserem Fall verwenden wir KeepRite als Basis. Und jetzt seit dem letzten Release haben wir auch noch Daten, die wir direkt von OpenStreetMap beziehen. Da gehen wir auf die EOSM-DB1, wo wir direkt Abfragen auf OpenStreetMap machen können. Das heißt, wir haben einen nächtlichen Job. Also in OpenStreetMap werden Daten eingetragen, die möglicherweise fehlerhaft sind. Die Datenprovider, jetzt in diesem Fall KeepRite, prüft regelmäßig, sind da Fehler drin, gibt uns ein entsprechendes File mit den Fehlerdaten. Wir importieren das und aus diesen Fehlerdaten generieren wir dann die Aufträge, die wir den Benutzern anzeigen und zum Lösen geben. Ich möchte noch ganz kurz, wie schon angesprochen, auf den Web-App-Aspekt eingehen, nämlich auf das Framework, das wir eingesetzt haben, damit Cort auch wirklich cross-plattform-kompatibel ist. Wir haben dazu Essential Touch eingesetzt. Es ist ein Framework, komplett basierend auf JavaScript, und man schreibt auch nur JavaScript-Code, welches für mobile Web-Applikationen geeignet ist. Der Vorteil davon, es ist wirklich optimiert auf kleine Screens und auf Touchscreens allgemein, setzt auch die gängigen Webstandards ein und versucht auch dort immer vorne mit dabei zu sein. Dadurch, dass wir dieses Framework eingesetzt haben, im Fall von unserer Arbeit haben wir Essential Touch 2.1 eingesetzt, das ist noch ein älterer Release, kann man sagen, es gab dazu damals aber noch keinen neuerer. In dieser Version werden alle WebKit-Browser unterstützt und dies ist schon eine ganze Menge. Bei den Mobiles sind dies iOS, Android und BlackBerry und man könnte es auch auf dem Desktop bedienen, nämlich mit Google Chrome, Opera oder Safari. Ist aber ganz klar nicht empfohlen, da die Bildschirmgröße da überhaupt nicht stimmt. Nun zur Gamification, der Titel unserer Demo. Gamification ist mittlerweile ziemlich in aller Munde. Es gibt schon jenste Anwendungsfälle. Die Definition, welche uns Wikipedia gibt, als Gamification bezeichnet man die Anwendung spieltypischer Elemente in einem spielfremden Kontext. Ist ein bisschen speziell beschrieben. Grundsätzlich bedeutet es einfach, man setzt typische Elemente, welche man in Spielen schon seit Jahren findet, wie gesagt, ein Punktesystem, man verteilt Auszeichnungen, Badges, man setzt Highscores ein, in einem normalen Kontext mit normalen Aufgaben ein. Das könnten verschiedenste Arten von Aufgaben sein, zum Beispiel in einer Firma, wie auch immer. Das Ziel davon ist ganz klar, die Attraktivität von solchen Arbeiten, das sind meistens eher Fließbandarbeiten, zu steigern. Ein tolles Beispiel hat uns die SBB, unsere Schweizerische Bundesbahn, kurz vor Abgabe unserer Arbeit geliefert. Es nennt sich SBB Connect, ist ebenfalls eine App für iOS und Android. Und das Ziel dieser App ist das Ein- und Auschecken auf einer Verbindung. Wenn ich jetzt nun heute Morgen von Winterthur nach Rapperswil gefahren bin, habe ich gesagt, ich starte in Winterthur, nehme die S7 und fahre nach Rapperswil. Ich habe das in der App eingetragen und gewinne, sobald ich angekommen bin in Rapperswil, sogenannte Connect Points, auch hier das Punktesystem, und kann auch Badges gewinnen. Ein sehr witziges Konzept ist noch der Major. Wenn man über einen gewissen Zeitraum die meisten Check-ins und Check-outs hat an einer Haltestelle, wird man Major. Und diese Major, den Namen des Majors, sieht man dann jeweils an der Haltestelle. Und das, ja, kann man sich profilieren. Gut, dann wollen wir nicht verschweigen, dass wir auch ein paar Probleme hatten. Das eine ist, wir hatten nicht genügend Fehlerdaten. Das klingt zwar gut, aber es stimmt nur bedingt. Das Problem ist, wir hatten halt nur begrenzt viel Zeit für unsere Bachelorarbeit und haben uns deshalb auf KeepRite beschränkt.
aber wenn halt die App regelmäßig benutzt wird, dann sind die Fehler, die vorhanden sind in KeepRite, beziehungsweise diejenigen, die wir aus KeepRite rausfiltern, sind halt schnell weg. Und dann kommt halt die Frage der Benutzer sofort, ja, ich habe keine Aufträge mehr, was kann ich jetzt machen? Ich sehe nichts mehr. Deshalb ist ganz klar die Aufgabe und unser Wunsch auch, dass wir noch weitere Fehlerdaten einbinden können. Im letzten Release haben wir das, wie schon erwähnt, mit den Restaurant-Küchentypen schon einen neuen Fehlertyp hinzufügen können. Und wir werden das auch noch weiter ausbauen. Dann ist es auch so, dass es zwar schön ist, die Gamification anzuwenden, aber der Teufel steckt im Detail. Es ist sehr aufwendig zu machen, man muss sich sehr viele Gedanken machen. Es geht nicht nur darum zu sagen, ja, wir haben eine Highscore, muss ich genau überlegen, welche Sprache verwende ich. Ein Benutzer versteht nicht unbedingt technische Begriffe. Gerade mit der Validierung haben wir sehr gekämpft. Validierung ist ein sehr sperriger Begriff. Wie nennen wir das, dass es spannend ist, dass man es trotzdem macht? All diese Dinge sind sehr aufwendig und man muss sich sehr genau überlegen, was man genau machen will. Und auch weitere Konzepte hinzuzufügen, ist sehr schwierig. Und dann das letzte und wahrscheinlich gravierendste ist die leidige Geschichte vom Zurückschreiben der validierten Lösungen. Wir haben uns nach etwa, ich weiß nicht, der Hälfte oder so unserer Arbeit, waren wir am OSM-Stammtisch in Zürich und haben mal Kurt vorgestellt und das ganze Konzept. Das ist wahrscheinlich vielen bekannt, es ist nicht unbedingt gern gesehen, wenn man automatisiert Änderungen an OpenStreetMap vornimmt. Das ist genau das, was wir machen wollten, dass wir quasi die Änderungen, die wir von den Benutzern bei uns gesammelt haben, dass wir die dann nächtlich oder wie auch immer zu OpenStreetMap senden können. Ich muss mal vorsichtig formulieren, es ist nicht gerade abgelehnt oder abgeschmettert worden, aber doch auf gewisse Skepsis gestoßen. Schlussendlich hat uns aber natürlich auch die Zeit gefehlt. Wir wollen es nicht nur auf andere schieben. aber das ist sicher etwas, was man noch besprechen muss, wie wir das zukünftig machen. Weil momentan haben wir eine Übergangslösung gebaut. Wir wollen ja nicht, dass all die gesammelten Daten verloren gehen. Wir haben auf unserer Seite haben wir die Proposals. Das sind quasi die bereits validierten Fehler, die quasi nur darauf warten, dass sie ein engagierter Mapper entgegennimmt und sie auf OpenStreetMap einträgt, weil momentan werden die Lösungen ganz und gar nicht auf OpenStreetMap automatisiert zurückgeschrieben. Das ist nur in unserer Datenbank und da muss noch eine Lösung gefunden werden, wie wir das zukünftig machen wollen. Da bin ich auch schon bereits beim Thema Weiterentwicklung. Das Projekt ist grundsätzlich frei und steht allen offen. Wir haben es erst gerade letztens gezügelt in eine eigene Organisation auf GitHub. Wenn sich jemand angesprochen fühlt und auch mitmachen will, gerne. Das Projekt ist frei. Wir sind immer froh um fleißige Helfer. Wo wir schon auf die Community zählen konnten, ist bei der Übersetzung. Wir haben kurz released und gleichzeitig die Übersetzungsfiles auf einer Plattform namens Transifex hochgeladen. Und in der kürzester Zeit hatten wir sehr viele Übersetzungen schon davon. Das heißt, momentan ist Kurt in 14 Sprachen verfügbar und 6 sind noch in Vorbereitung. Und das ist wirklich ein großer Erfolg, dass es sehr viele engagierte, freiwillige Helfer gibt, die in ihrer Freizeit da noch uns geholfen haben zu übersetzen. Was ein anderer großer Punkt ist, was Jörg vorher kurz gesagt hat, die Kompatibilität mit Firefox und Windows Phone ist momentan noch nicht gegeben, aber in der neuesten Version von Senja Touch 2.2 soll das kommen und das möchten wir auch noch hinzufügen, sodass wir auch wirklich niemanden mehr ausschließen. Zum Schluss noch ein paar Fakten. Das sind Live-Daten direkt aus der Datenbank. Wir haben momentan immer noch Spitzenreiter, die Benutzer, die sich mit OpenStreetMap anmelden, also so der typische Mapper, würde ich jetzt mal sagen.
gefolgt von Google, und Facebook ist sehr untervertreten, weil das Facebook-Feature gibt es erst seit etwa, glaube ich, 2 Wochen. Hat sich offensichtlich noch nicht so rumgesprochen, dass man sich mit Facebook anmelden kann. Aber wir haben uns erhofft, dass wir mit Facebook noch ein ganz anderes Publikum ansprechen können, weil die App ist wirklich einfach. Man braucht kein Mapping-Know-how, um da Fehler zu korrigieren. Und wir hoffen uns dadurch noch ein paar mehr Benutzer. Man sieht auch schon hier, momentan haben wir 24.000, fast 25.000 Lösungsvorschläge, die eingetragen wurden, die einerseits darauf warten, validiert zu werden, und andererseits darauf warten, auf OpenStreetMap eingetragen zu werden. Also es ist noch viel Potenzial da, um OpenStreetMap zu verbessern. Ja, damit wären wir am Ende und stehen für Fragen bereit. Ja. Ja. Wir haben das ja mal da ganz am Anfang an dieser berühmten Stammtisch-Sitzung in Zürich angesprochen. Wie wäre es, also habt ihr jetzt das mal angeschaut, das über die neue Notes-Funktion in OpenStreetMap einzuspielen, also im Prinzip formalisierte Notes einfach zu generieren, sodass man weiß, das ist von Cort, sodass die Leute das dann, die Mapper vor Ort, das dann noch eintragen können. Das scheint mir, das wäre quick and dirty solution zu dem ganzen Problem, die Sachen wieder einzuspielen. Ah ja, nein, das haben wir nicht angeschaut, aber ja. Also, weil es gibt eine API zu der Notes-Funktion, und ja, das ist nichts Kompliziertes, könnte man auch nächtlich mit einem Batch-Script da laufen lassen. Das klingt gut. Aber ich muss noch sagen, wir haben uns jetzt auch schon länger nicht mehr damit befasst, mit dieser Problematik, von dem her, ja, kann gut sein, dass sich das quasi mittlerweile einfach lösen lässt. Ja. Okay. Ja. Merci. Weitere Fragen? Auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt mit irgendwelchen anderen OpenStreetMap-Bannen anlege. Ich finde, wenn dieses Konzept funktioniert, und ich finde, man sollte denen die Chance geben, das auszuprobieren, dann sind da 4 Leute gewesen, die gesagt haben, in dieser Mensa gibt es das Essen, und dann kann man das auch bei OSM eintragen. Da muss dann nicht noch ein 5. Mensch von OSM hinkommen und sagen, dass das okay ist. Also ich finde, ich meine, so wie wir das jetzt haben, ist es nicht Gamification, es ist ein Game. Da sammeln wir Daten und dann können wir sie nicht benutzen. Das ist ja Unsinn. Also ich würde sagen, lassen wir die das mal ausprobieren, tragen wir die Daten ein. Wenn sich dann nachher herausstellt, okay, das funktioniert nicht, die Leute wollen nur die Punkte haben und tragen euch einen Unsinn ein oder sowas, dann kann man gucken, wie man das fixt. Aber jetzt von vornherein irgendwie zu sagen, nee, und da müssen wir noch aufpassen und so weiter, das ist doch nicht die Art und Weise, wie bei OSM die Sachen funktionieren. frei nach dem Motto der Duocracy, das wir gestern gehört haben. Ja. Also du würdest selbst das Bestätigen rauslassen, oder? Also das Bestätigen im Spiel ist ja gut. Ja? Also sie haben ja eine gewisse Validierung schon, aber dass nochmal irgendjemand im OSM das nochmal irgendwie abnicken muss oder sowas, finde ich dann jetzt mal nicht nötig, sondern dann trägt man die Daten halt ein zu immerhin den allermeisten. Habt ihr ja sogar einen OSM-Account. Wäre die Frage, wie man das technisch macht, das unter dem Namen einzutragen oder was auch immer. Aber wenn das sowieso die meisten sind, dann kann man das vielleicht irgendwie hinkriegen. Das ist dann halt ein bisschen ein Problem, weil wir dann quasi die, ja, könnte man so machen, aber dann verlieren wir quasi all die das validiert haben. Dann haben wir halt nur die Information, wer hat. Man kann ja einfach im Edit-Kommentar dazu schreiben, wer das, könnte also im Commit-Kommentar, ja, oder man, ja, macht eine URL, wo man dann sich das einsieht. Ja. Zu meiner einigen Frage. Habt ihr denn irgendwas bezüglich Fehlertypen? Also ihr seid ja jetzt fertig mit der Bachelorarbeit, es wird vielleicht nach euch Leute geben, die da weitermachen, aber an sich braucht man aus meiner Sicht irgendeine Art von Community, die sagt, okay, was sind denn da für Fehler, die da eingetragen werden sollen? Ihr habt ja zum Beispiel gesagt, ihr nehmt von KeepRight auch nicht alles, sondern nur manche, die ihr jetzt gerade toll fandet am Anfang. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass
Dollar statt lauter Geschwindigkeitsbegrenzung aufgezeigt wurden für Straßen, die halt ganz normal 50, was halt in der Stadt normal ist und was deswegen aus meiner Sicht auch nicht implizit gemappt gehört, sondern ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen, würde ich sagen. Klar, aber allein, dass es nicht dran ist, zeigt eigentlich schon an, dass die lokale Community da sagt, dass es nicht gemappt gehört, aber dass es dann trotzdem bei euch als Fehler auftaucht. Also aus meiner Sicht bräuchte es in eurem Spiel eine zweite Community, die halt bestimmt, welche Fehlertypen da angezeigt werden sollen und welche nicht. Und dass man das ein bisschen auf breite Schultern stellt und nicht, dass ihr zwei oder wer sonst da im Blumen entwickelt ist, macht. Ja, momentan beziehen wir uns halt einfach auf Keepright und nehmen es quasi als Source of Truth oder so, ja. Yeah. Okay, soweit die Fragen. Ich denke, es ist noch genügend Möglichkeit, weiter zu diskutieren. Klar. Und ich danke nochmal den beiden Vortragenden für den interessanten Ansatz. Danke. Merci.